Hallo meine Lieben, hier bei Contemporary Bass Music. Heute gibt es wieder ein weiteres Reel und zwar spiele ich euch heute eine kleine Übung vor. Sinuston zu einer Tonleiter. Also, ihr ladet euch eine App runter oder ihr könnt das auch auf dem Klavier machen oder auf dem Computer, wie auch immer. Einen möglichst geraden Ton, also der wenig fluktuiert. Zum Beispiel einen Sinuston. Und das mache ich euch jetzt mal vor und zwar anhand eines Bs. So, ihr merkt ja schon, dass es bestimmte zusätzliche Töne gibt, die erklingen, wenn ich richtig intoniere. Das sind die sogenannten Differenztöne. Da habe ich ein großes Tutorial zu gemacht. Findet ihr auf Contemporary Bass Music in meiner Membership. Aber ihr könnt das auch schon mit der einfachen Tonleiter probieren. Und ihr werdet sehr schnell merken, rein intuitiv. Ich möchte jetzt theoretisch überhaupt kein großes Fass aufmachen, wann eine Terz stimmt, wann eine Quarz stimmt, wann eine Quinte stimmt, sogar wann eine kleine Sekunde oder eine große Septim stimmt. Also auch wenn ihr eine Dissonanz habt, gibt es eine korrekte Dissonanz oder eine Dissonanz, die einfach falsch ist. Ich mache es nochmal vor, hört nochmal hin und ich gehe jetzt auch mal bewusst in die Dissonanz rein und die entspannten Töne werdet ihr sehr schnell merken, wo ihr das sehr klar hören könnt, ist natürlich die Quinte und die Quarte. Bei den Terzen oder bei den Sechsten könnt ihr es auch hören, also bei der dritten Position oder der sechsten Position. Bisschen schwieriger wird es bei der 2 und bei der 7. Here we go. Ganz einfache Übung, könnt ihr mit jeder Tonleiter machen, jeden Tag ein, zwei Minuten und eure Ohren gehen auf wie Dumbo. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben, euer Manuel. Ciao, ciao!